Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Ich grüße euch. Ja, ich weiß, es kam glaube ich einen Tag mal keine Folge, aber das habe ich ja mal erwähnt gehabt, dass ich wahrscheinlich mal zwischendurch vielleicht mal nicht die Zeit finde, um was aufzunehmen. Jetzt war dieser Punkt angekommen und ich hatte im Voraus ein bisschen produziert gehabt, deswegen sind die Folgen jetzt ausgelaufen alles. Oh shit, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist unser Bohrer, ne? Alter Falter, ist das ein Mofa. Aber was wollte ich gesagt haben? Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an die Kommentarschreiber. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier. Möchte ich mich erstmal herzlich bedanken, denn das ist nicht standardmäßig oder das ist nicht selbstverständlich. Und was wollte ich noch gesagt? Alter, wie krass das mittlerweile geworden ist, ne? Alter Falter. Und genau, das ist wie gesagt nicht selbstverständlich. Und wie gesagt an die Kommentarschreiber ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, diese fortschrittliche Produktion aufwerten, suchen, die gibt es tatsächlich gar nicht. Habe ich jetzt durch jemanden aus der Kommentare, Entschuldigung, wenn ich deinen Namen jetzt gerade nicht weiß, die Mission gibt es wohl noch nicht. Das ist wohl irgendwie wegen Early Access, kommt wohl später, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und ja. Wir sollen doch mal gucken, ob wir vielleicht noch eine andere Quest kriegen hier, die wir mal machen sollten. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir die ab... Ich mache mal hier Laserzerstörung. Das sieht ganz gut aus. Dazu brauchen wir aber... Wieder einmal haben wir es geschafft, also schaffen wir es auch erneut. Das heißt, wir brauchen Granaten, Waffen, Munition. Ja. Und wir brauchen... Ja, Granatos. Granatos, Granatos und Munition. Wir brauchen... Für Granaten. Jetzt lass mal eben gucken. Nein, Werkzeuge. Da, wir brauchen Schwarzpulver. Da, wir müssen aber erst erfarmen. Wir hatten nichts mehr, ne? Genau, das war das Problem gewesen. Flexi aus der Vergangenheit hat einfach nicht gefarmt. Deswegen müssen wir das jetzt machen. Aber, da ich gerade sehe, dass nur noch 3 Minuten sind, ich düse mal dorthin, würde ich sagen, baue ich das mal eben ab hier, wenn wir schon einmal hier sind. Ja, aber die Säge, wie gesagt, die Säge bringt es irgendwie nicht, oder? Die haben wir ja ausprobiert. Ich weiß nicht, vielleicht wird die später im Spiel irgendwann mal nochmal wichtig werden oder so. Vielleicht in Early Access oder so irgendwann zu Ende ist oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ich würde hier bleiben, dann gleich die Erze abbauen, sobald der Vulkanausbruch zu Ende ist. Und ja, genau, dann will ich das ausprobieren. Kann man die Mission abwählen? Das frage ich jetzt gerade mal für einen Freund. Ich gucke mal. Ich düse jetzt erstmal in den Untergrund. So. Alles einklappen. Maschinenstart. Und go. Schwupps. Da sind wir schon weg. Ich hab Schieflage. So. Nee, wo will ich hin? Ich wollte mal gucken mit H wie Handgelenk. Und ist es 2 gewesen? Ach so. Nee, die 4. Hier, Auftrag aufgeben. Genau. So. Ah, jetzt ruft er an und nervt, ne? Ja. Das geht ja, wie gesagt, noch nicht, ne? Hier haben wir noch Station Upgrade. Das würde ich, glaube ich, erst nach dem Laser machen. Und dann gucken wir mal. Vulkanausbruch steht bevor. Wir sind unterirdisch, das ist gut. Wir haben, glaube ich, soweit auch nichts mehr an, Schwarzpulver und... Ah, guck mal, wir haben noch ein bisschen da. Vielleicht können wir doch noch mal was herstellen. Ich guck mal. Ah, der Captain immer. Können wir was herstellen? Ich schau mal, wie viel wir herstellen können. Machen wir so 50. Ah, guck mal, machen wir 60. Was soll der Geiz? So. Ja, und mittlerweile habe ich so ein bisschen verstanden mit im Untergrund arbeiten oder über Tage arbeiten und so, dass es ein bisschen langsamer produziert. So, uns fehlt Schwefelpulver. Das ist das hier. Wie viel Erz haben wir nicht? Okay, alles klar. Trotzdem mal ein bisschen was herstellen. 100. Nein, 100. So. Schwefelpulver brauchen wir auch. Warte mal, da machen wir mal Aufgabe leer. Dann machen wir erst das hier. Dann mache ich hier mal 100. Und Schießpulver auch 100, oder? Oder machen wir davon mehr? Kommt natürlich drauf an, wie viel wir an Zeugs kriegen, ne?
So, er hat automatisch gespeichert. Ich speichere auch nochmal eben schnell. Also gleich. So, gleich ist Vulkanausbruch. So, das lassen wir mal in dem... Ja, in der Warteliste. Ich speichere. Und... Genau, hier brauchen wir erstmal noch nichts machen. So. Ah ja, gut, eine Granate können wir herstellen. Das ist ja schon mal was. Rüstung können wir auch herstellen. Noch eine Rüstung. Ja, ich würde mal ein paar herstellen, weil wir, glaube ich, da ein bisschen was brauchen werden. Und dann noch mal ein paar Granaten. Können wir zwei herstellen noch? Nein, okay. Granaten. So. Dann würde ich sagen, tauchen wir direkt wieder auf. Das kann ich ja von hier aus erledigen. Mit der 6 tauchen wir auf, ne? Nein, mit der 7 tauchen wir auf. Doch, ist richtig. Juhu. Sehr schön. Können wir da... Haben wir ein bisschen was im... Ja, okay, jetzt ist ein Schwarzpulver. Alles klar. Was brauchen wir dafür noch? Kupferrohre, Kupferschrauben? Und Kupferschrauben. So, während das läuft, gehe ich mal eben auf Farming-Tour. So, wir brauchen Schwefelerz, ne? Lass mal eben kurz gucken. Schwefelerz war da unten, Schwefelmine. Das heißt, genau in die andere Richtung, also da lang. Dann machen wir das doch mal. Ich würde mein Schiff einfach unter Tage schicken. Mit der 7. Nein, ich rufe Drillship. Hä? Okay. So, warte. Ja, da müssen wir lang. Sehr schön. So, Drillschiff fährt unter Tage. Ja, ja. Laserzerstörung, das nächste Dingen. Also den zweiten Laser quasi schon. Einen hatten wir ja schon mal. So. Gut. Ja, wie gesagt, ich kam nicht dazu aufzunehmen. Ist aber nicht schlimm. Für die, die es interessiert, die hoffe ich mal, also ich gehe von aus, dass die Leute vielleicht noch weiter hier gucken. Ansonsten, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen, ob er guckt oder nicht guckt. Ich bin auch keinem böse darum. Aber es ist nun mal so, wenn man noch einen anderen Job hat, dann hat man ein Jobrad. dann ist das nun mal so. Dann muss man das irgendwie gucken, dass man das irgendwie unterbringt. Und, ja, irgendwas zieht immer den Kürzeren. Da ich ja auch noch streame, auch noch am Wochenende. Hä, wo ist denn hier der Eingang? Bleibt dann halt nicht mehr so viel Zeit dafür. Ich war schon mal ein bisschen drauf und dran, um zu sagen, ach komm, YouTube, wofür eigentlich noch? Aber mir macht das trotzdem tatsächlich Spaß, hier so zu sitzen. Weil hier, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich so ein bisschen für mich sein. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil so viele denken, oh, wie abgehoben. Sind wir im Streaming jetzt nicht mehr wichtig oder was? Nein, darum geht's gar nicht, aber im Stream musst du ja immer auf so viele Sachen achten, ne? Also in Bezug jetzt so bei den Zuschauern, musst ja auch da ein Auge drauf werfen, dass im Chat zum Beispiel einiges gut läuft. Du willst die Leute ja auch unterhalten. Ich meine, das musst du ja hier auch machen. Aber da ist ja auch live, ne? Da bist du ja meistens auch mit Kamera und so, ne? Und hier hast halt so das... Hier bist du so für dich, zockst in Ruhe so, du quatschst ein bisschen über dies und das, über die Gott und die Welt und hast so deine Ruhe dabei. Weißt du, du hast so, also ich finde hier nicht so diesen Druck, so wie bei Twitch in Anführungsstrichen, weil bei Twitch hast du ja so ein bisschen so einen kleinen leichten Druck, obwohl eigentlich ich das ja auch aus freien Stücken mache. Ne? Klar, ich kriege da eine müde Mark, das muss man einfach so sagen. Aber wie gesagt, wer es machen kann, der wird es wahrscheinlich auch machen. Und warum nicht, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Und aber mir macht es halt einfach Spaß. Ich mache es halt einfach aus dem Affekt, weil es mir einfach Spaß macht, Spiele zu spielen und sogar Leute zu unterhalten. Ich habe ja mal, ich habe es im Stream ja auch mal erzählt gehabt, ich habe Internetradio betrieben vor langer, langer, langer Zeit. Das hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich halt auch immer so die Leute so unterhalten und viel gequatscht. Und daher kommt das auch so ein bisschen. Und deswegen kann ich mich da so ein bisschen gut beweisen, was das Quasseln angeht.
Er redet ununterbrochen, ohne wie ein Wasserfall, könnte man jetzt sagen. Nein, aber genau, habe ich Internet betrieben, dann habe ich halt auch ein bisschen mit Musik was zu tun gehabt. Ich habe ein bisschen Musik produziert und DJ und so. Aber da bin ich mittlerweile komplett raus. Ab und zu mal noch so ein bisschen so ein paar Lieder hören von früher. Das war's dann aber auch. Okay, da komme ich eh nicht dran. Aber der Bezug dazu ist halt. Oder beziehungsweise, es spiegelt sich halt wieder immer dieses, ja, halt das Quatschen, ne? Dass man halt sehr, sehr gut halt einfach quatschen kann. Aber worauf ich hinaus wollte, wie gesagt, hier ist halt so bei YouTube ist halt so ein bisschen so für dich. Ne? So in so unser kleinen Bläschen hier, wir sind für uns. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Haha, schön wär's. Nein. Aber hier habe ich so. Ich weiß nicht, so. Ich genieße so die Spiele halt auch. Und das ist so mein Aspekt. So, mir macht Spaß von früher an. Ich bin groß geworden mit Atari, Amiga, Commodore und so ein Kram. Dann später Game Boy, N64-Ära. Oh Gott, wenn ich jetzt damit anfange, finde ich kein Ende. Oh Gott, N64, das war so meine Master-Ära, kann man sagen. Puh, GoldenEye auf dem N64, holy shit. Und dann später Perfect Dark, uff. Oder andere, oder Rennspiele, da ging das auch los. Da habe ich sogar ein Lenkrad gehabt beim N64 damals. Boah, das allererste Lenkrad so in der Serie, kann man sagen. Das war schon, da war ich mega stolz. Habe ich damals zu Weihnachten bekommen. Boah, da war ich richtig, richtig stolz. Naja, wie dem auch sei, auch Super Nintendo, Nintendo Entertainment System und halt all den ganzen Konsolen, den ganzen Kram halt. Und dann später kam dann meine erste eigengekaufte Konsole war tatsächlich der GameCube. Den habe ich mir wirklich zusammengespart von meinem, da war ich in der Ausbildung, von meinem Ausbildungsgehalt habe ich mir den zusammengespart und habe mit denen zum Release geholt. Den habe ich vorbestellt. Und da gab es ja auch einen Riesen-Run, Bundesliga, nein, Quatsch, ein Riesen-Run Run auf die Konsole. Das war ja so dieser unglaubliche Killer damals zu der Zeit, ne? Also, und wenn ich überlege, damals das erste Spiel auf dem GameCube, was ich hatte, war Burnout. Kann sich da einer noch dran entsinnen, dass das Rennspiel Burnout mit den Unfällen und so? Boah, holy, da, das habe ich so gespielt und gesuchtet. Uff, da Tag und Nacht, rund um die Uhr, 24/7 quasi, wenn ich zu Hause war. Und das zweite Spiel war, glaube ich, boah, da muss ich jetzt mal überlegen, war das zweite GameCube-Spiel? Boah, was habe ich mir denn da? Boah, da muss ich mal überlegen. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr lange und sehr, sehr oft Timesplitters gespielt habe. Timesplitters ist auch so ein bisschen so ein Oldschool-Shooter, kann man sagen. Auch mit Multiplayer-Aspekt und so. Und ja, dann später natürlich auch die Resident Evil-Teile. Großartig, kann ich nur sagen. Resident Evil 4, oh mein Gott. Dann, ich glaube, Resident Evil 1 kam, glaube ich, damals auch. Und Resident Evil 0 habe ich nie gespielt. Obwohl ich es tatsächlich jetzt hier habe. Ich habe es hier zu Hause. Ich habe auch noch einen GameCube hier. Den habe ich damals zugeschickt bekommen von einem Zuschauer. Vielen Dank nochmal an HSV-Fan. Grüße gehen raus übrigens. Der hat mich die einfach mal gesponsert, die Konsole, plus dem Spiel Resident Evil 0. Und ja, cool. Also, aber jetzt kann man es ja mittlerweile auch so nachholen. Ich habe sogar für die PlayStation 4 hier, was ich auch irgendwann mal machen möchte tatsächlich, Resident Evil 0 durchzuspielen. Entweder vielleicht doch tatsächlich auf YouTube oder vielleicht im Stream. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht so als YouTube-Projekt könnte man das tatsächlich mal machen. Wäre vielleicht ganz interessant. Resident Evil 0. Das wäre bestimmt, ja, da hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Das wäre bestimmt mega cool. So, wo finden wir denn hier noch ein paar Sachen? Ich bin hier gerade rumexistieren, aber irgendwie finde ich hier nichts,
Weil die Schwefelerzmine, die haben wir ja schon. Oder wir müssen unter Tage fahren. Ich rufe mal unser Schiffchen mit der 7. Handwerksbetriebe. Die Handwerksbetriebe fährt das Schiff an. Da sind die Handwerksbetriebe. So. Dann gehen wir mal zu den Handwerksbetrieben. Gut. Und ja, wie euch sicherlich aufgefallen ist, ich nehme die Folgen immer in einem durch auf. Oder beziehungsweise ich nehme einmal komplett auf. Durchgehend. Und dann schneide ich die ganzen Sachen. Und ist für mich besser. Weil dann brauche ich nicht immer jedes Mal irgendwie auch mich zu verabschieden, sondern so kann es einmal so durchziehen. Boah, das ist schon irgendwie fett, ne? Alter Schwede. Mich würde mal interessieren, was so passiert, wenn man einfach davor steht. Ob man einfach nur weggeschoben wird oder so, oder wie das ist. So, Tür war andere Seite. Und hüpp. Zack. Zack, Tür zu. Gut. Aus den Sachen können wir ja schon mal ein bisschen... Wenig Kohle? Ja, wir haben doch Kohle. Beschwer dich doch nicht. Oder... Wir haben doch Kohle. Warte mal. Nein! Sag doch, wir haben Kohle. So. Was wollte ich gesagt haben? Wir wollten schon mal das Erz und so hier, die ganzen Krempel schon mal im Dings packen. Genau, in die... Ah, warte mal, da war noch ein Tipp gewesen mit dem Frachtraum. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was das nochmal war für ein Tipp. Da war irgendein Tipp mit dem Frachtraum. Ich weiß es nicht mehr. Naja. So, anmachen. Let's go, das läuft. Und dann können wir schon mal gleich die Granaten auch schon mal... Okay, Kupferbarren. Auch schon mal ein paar machen. Vielleicht reicht das ja noch. Mal so 50 Stück. Dann machen wir hier auch schon mal ein bisschen voran. Auch mal so 50. Oder 51, weil ich da drauf geklickt habe mit meinen Wurstfingern. Und dann machen wir hier auch schon mal ein bisschen was. So. Schauen wir mal. Munition müssen wir auch noch machen, ne? Fällt mir gerade ein für die MP irgendwie. Kristalle, Patronenhülsen und so. Okay. Kristalle und Pistolenhülsen. War das richtig? Pistolenhülsen? Habe ich das richtig gesehen? Eisen... Ach nee, Eisenpatronenhülsen. Entschuldigung. Eisenpatronenhülsen. Die waren hier. So, jetzt ist aber hier die Warteschlange voll. Jetzt wird es so langsam ein bisschen intensiver hier mit dem ganzen Gedöns. Ja, wir müssen ja mal Schwarzpulver bauen, ne? Das geht nicht mehr, weil wir haben kein Schwefelerz mehr. Okay... Gucken wir mal, was wird denn hier gerade noch hergestellt? Okay, die Dings, ja, was fehlt? Kupferschrauben? Ernsthaft? Ah, für Kupferschrauben fehlt Kupferbarren. Ja. Warte mal, Rohre haben wir jetzt erstmal genug. Wir brauchen jetzt erstmal Kupferschrauben. Ja, mach mal an. Kupferbarren soll er jetzt erstmal herstellen. So, die kommen jetzt oder auch nicht. Oh, ich glaube, so viel können wir gar nicht herstellen, ne? Oder? Also geht da... Ah, okay, das war's. Alles klar. So. Werden wir sowieso nicht alle von kriegen. Weiß ich jetzt schon. Aber dann sind wir wenigstens ausgerüstet. Hier, die würde ich auch nochmal herstellen. Und die.
So, dass wir ein bisschen Reserve haben und dann... Sollen wir die auch nochmal? Ich bin überlegen. Also produziert jetzt ein paar Granaten, ne? So ist es ja nicht. Oh, Entschuldigung. Aber naja, gucken wir mal. So, warte. Der Frachtraum.